Sehr geehrte Damen und Herren, es sind ja fast alle Argumente schon gefallen. Vielleicht eines, das man noch hinzufügen kann. Das Billigsbieterprinzip hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Firmen, die ums Überleben gekämpft haben, mit viel zu niedrigen Preisen in diese Ausschreibungen hineingegangen sind, die dann sozusagen in weiterer Folge wieder Subunternehmen gepresst haben, und da haben sie auch nur die bewerben können, die wieder in Schwierigkeiten waren. Und dadurch, dass die dann die Aufträge bekommen haben, die vielleicht die gar nicht erfüllen konnten schon von vornherein, haben sie jene Firmen auch noch in Schieflage gebracht, die dadurch dann diese Aufträge nicht erfüllen konnten und nicht bekommen haben, und haben diese Kette weiter fortgesetzt. Also ich glaube, es ist sehr vernünftig, von diesem Prinzip wegzugehen. Es ist natürlich für die, die es anzuwenden haben, viel einfacher zu sagen, ich habe als ausschließliches Kriterium den Preis und keine anderen Kriterien zu bewerten. Und daher wurde es war ja nicht verboten, Bestbieterprinzip zur Anwendung zu bringen, aber für die Anwender war es natürlich bequemer, genau. Das Billigsprinzip als einziges Prinzip zu nehmen. Und daher, glaube ich, ist es richtig, dass wir jetzt das Bestbieterprinzip als allgemeines Prinzip gewählt haben. Weil eben diese Kette ist, ich glaube auch, dass man das unterschätzt, dass man unsere Sozialstandards und unsere Arbeitsschutzbestimmungen, die wir in Österreich haben, nicht dadurch unterlaufen kann, dass Unternehmen zum Zug kommen, die diese Prinzipien nicht haben. Ich finde das eine Errungenschaft, die geschützt gehört und die auch zum Zug auch ein wesentlicher Bereich sein muss, der hier zur Auftragsvergabe herangezogen wird. Und ich glaube auch, dass es durchaus eine Qualitätssteigerung bei der Ausführung der öffentlichen Aufträge geben wird, wenn Betriebe, die in der Lage sind, große Aufträge auch umzusetzen, diese auch bekommen. Ich glaube, aus all diesen Erwägungen heraus ist es ein vernünftiger Weg. Ganz wichtig finde ich, diese Subvergabe transparent zu machen, weil diese Subvergabe zu den größten Schwierigkeiten bei den öffentlichen Aufträgen geführt hat, weil bis zu 99,9% in Sub vergeben wurden und der eigentliche Anbieter nur der Verwalter der Anbieterunterlagen war und nicht mehr. Daher glaube ich, dass wir hier mit dieser Transparenzregel bei den Subunternehmen und bei der Bekanntgabe schon bei der Einreichung des Angebotes und dann nur über schriftliche Zustimmung des Auslobers sozusagen einen Austausch dieser Subanbieter vornehmen zu können, ist eine vernünftige Regelung. Ich glaube, ein sinnvolles Gesetz und ein richtiger Weg. Es sei vernünftig, vom Billigsbieterprinzip abzukommen, betont Peter Wittmann von der SPÖ. Jakob Auer von der ÖVP hat das Wort.